Schuss! Verdammt! Kessi, toll, wenn man Abonnenten nicht grüßt. Eine Frechheit ist das? Nee, ist keine Frechheit, Heiko. Das ist keine Frechheit. Hilfe, also da darf ich dir immer wirklich widersprechen, Heiko. Wenn ich das schlicht und einfach nicht sehe, dann ist das keine Frechheit. Dann brauchst du auch sowas hier nicht reinzuschreiben. Musst du auch selber wissen. Also wenn du... Ich kann nicht jeden grüßen, das ist einfach so. Ich möchte gerne jeden grüßen, definitiv. Jeden einzelnen, aber... hätte ich jetzt tatsächlich aber auch erwartet, dass du da zum Beispiel für Verständnis hast, aber gut, dann anscheinend nicht. Heißt du Name schicken? Ich heiße nicht Name schicken. Nein. Ich werde als Abonnent auto beschimpft, wenn es tröstet, gehört dazu beim Botschafterprogramm. Also Hilfe. Also, dass ich dich alle grüßen kann. Ich möchte da nochmal darauf hinweisen, wenn ihr wirklich nur hier in die Stream reinkommt, um gegrüßt werden zu wollen, ne? Ich kann das ja irgendwo verstehen und es gehört auch einfach damit dazu, nett und freundlich zu sein und ich will euch ja auch begrüßen. Faktisch ist es aber auch so, es ist ein Schalke-Kanal und ich versuche natürlich hier auch, ja, über Schalke zu sprechen und ja, hilft ja nichts, wenn ich den Stream anmache und dann anderthalb Stunden euch alle begrüße und dann bin ich nachher wieder raus und dann fragt sich ja auch der Rest, hä, wofür ist der Typ jetzt eigentlich online gegangen? Kommt er nur zum Grüßen raus oder hat er auch inhaltlich irgendwas zu bieten? Also, keine Ahnung. Wenn man das eine Mal nicht gegrüßt wird, da kann man sich auch selber helfen. Da kann man nämlich vielleicht nochmal Hallo reinschreiben. Dann vielleicht sehe ich es dann und dann grüße ich. Also, yep. Das ist mein Tipp heute, Leute. 3-1. Und es geht los. Es geht los. Schalke 04 von links nach rechts. Und... kommt jetzt sofort mal an den Ball. Itakura mit dem Kopfball. Itakura, wie schon eben besprochen, Itakura heute in der Mitte in der Innenverteidigung. Und jetzt gibt es die Möglichkeit für Karlsruhe. Ein Spieler auf der linken Seite an der Ecke spielt den Ball in die Mitte und Malik Ciao klärt zur Ecke. 12 Sekunden später. Extra Motivation, um für uns um die wegzuklatschen, weil die gelbe Trikots tragen. Auch nicht schlecht. So, jetzt kommt die Ecke. Ecke kommt rein und Schussmöglichkeit! Und der ist schon drin! Das gibt es doch nicht! Fährmann hat den Ball da nicht unter Kontrolle kriegen können. Und das Ding ist drin. Es war Choi. Steht am zweiten Pfosten. Viel zu einfach. Viel zu einfach. Sofort das Gegentor. Da kommt der Ball rein. Choi aus der zweiten Reihe. Und Fährmann hält den Ball nicht fest. Pralle, was los, ey. Oh, das tut weh, ey. Das tut weh zu sehen. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Also ganz ehrlich, der Choi, der steht da sowas von frei. Echt peinliches Gegentor. Wirklich peinlich. Ciao, Itakura, Kaminski. Guck mal, sofort gehen die drauf. Die gehen sofort drauf. Du siehst auch richtig, wie offensiv die eingestellt sind. Die drei Stürmer stehen auch wirklich vorne und pressen sofort. So, jetzt. Seitenwechsel auf die rechte Seite, da ist... Oh, der war doch... Hallo, der war Hand! Schiri! Junge, pfeif das doch! Nimmt der Torwart den Ball in die Hand außerhalb des Strafraums? Ich bin mir jetzt sehr, sehr sicher. Wir sehen es gleich nochmal in der Wiederholung. Jetzt sehen wir es nochmal. Hier. Ich kann es nicht zu 100% sagen. Ob der zu 100% drüber war. Aber ganz ehrlich, Schiri, pfeif doch einfach mal. Oh.
Und die Möglichkeit jetzt nochmal für den KSC. Oh, der tankt sich da durch. Meine Güte, Hoffmann. Im Zweikampf mit Itakura. Itakura keine Chance. Und der Ball geht jetzt ins Aus. Oh Mann, so schlecht, ob das was wird. Wir haben so Momente jetzt gerade in dem Spiel, wo wir individuell einfach gut sind. Ja, ein Salazar oder ein Auvejan jetzt über die linke Seite. Marius Bülter marschiert ab und zu gut hindurch. Also es kann sein, dass trotz des ganzen Aufwandes, den der KSC jetzt hier macht, und die stehen wirklich extrem gut, ja. Die stehen unheimlich kompakt, die stehen sofort direkt an den Männern dran. Die machen da gerade eine astreine Teamleistung, der KSC. Aber du merkst zwischendurch, dass Schalke auch gefährlich werden kann. Jetzt zum Beispiel über Chulinov. Ah, kriegt den Ball an den Rücken. Ist aber immer noch am Ball. Jetzt! Ja! So! So wollte ich es erklären! Simon der Rotte! Ja! Bumm! Da ist er da! Da ist er da! Jawohl! Ja! Terodde macht das Dingen. Malik Ciao, richtig schöner Ball auf Chulinov. Chulinov kriegt erst sich unter Kontrolle, dann fällt sein Gegenspieler, also Glück gehabt, bringt den Ball dann in die Mitte, auch komplett durchgestochert irgendwie. Aber Terodde knallt das Ding einfach ins Tor. Er steht wieder richtig. Er steht immer richtig. Er ist so gut. Er ist so gut. Unglaublich. Das wollte ich gerade erzählen. Wir haben zwischendurch gute Einzelleistungen drin. Und anhand dessen, der KSC ist relativ offen hinten. Du bist Schalke. Asozialer Schalker. Malik Ciao tankt sich da gerade durch. Salazar. Salazar schießt nicht. Was machst du da? Jetzt. Ciao. Oh, nochmal die Möglichkeit. Paulson schießt drüber. Danke dir fürs Abo. Immer wenn ich dieses Kirsti-Gift zu singen anfange, muss ich an Wo bist du mein Sonnenlicht denken. Wo bist du, mein Sonnenlicht? Ich suche dich und vermisse dich. Auvejan jetzt mit einem Freistoß für Schalke 04. Gute Position. Gute Position heißt, er wird jetzt eine Flanke reinbringen. Und die Flanke kommt rein und... Ja! Kaminski! Direkt! Eiskalt trocken! Steht da komplett frei! Macht das Ding rein! Yes! Yes! Bormuth beschwert sich gerade noch wegen irgendwas. Ich weiß auch nicht, was er hat. Oh, das war Abseits? Oh, es könnte Abseits gewesen sein. Drexler diskutiert dann mit dem Schiri. Abseits. Ja. Doch, das war Abseits. Das konnte man sehen. Könnte mich aber gerne korrigieren. Ja, Alter, da darf er sich nicht wundern, der Paulson. Warte, die Spieler fordern nochmal auf den Bildschirm zu gucken. Die Spieler fordern nochmal, er soll auf den Bildschirm gucken. Paulson hat ihn wirklich von hinten gerade umgetreten, den Gegenspieler. So, warte, nochmal. So, Paulson. Boah. Er nimmt ihm halt. Er trifft halt nur das Bein, ne? Das Kommentator meines hart ausgelegt. Ist hart ausgelegt, definitiv, aber. Also er hat ihn jetzt nicht wirklich richtig hinten reingetreten. Er hat ihm mehr das Bein weggezogen, ne? Aber ist hart. Ist eine harte Entscheidung. Aber auch nicht komplett, kommt auch nicht komplett aus dem Nix. Ey, ganz ehrlich, aber ich habe
die ganze Zeit jetzt auch schon wieder in diesem Spiel das Gefühl, dass das nicht schief gehen wird. Ne? Ich glaube, wir werden hier nachher mit einem Unentschieden rausgehen. Ich weiß nicht, was euer Gefühl gerade ist, aber ich habe nicht den Eindruck, dass der KSC uns jetzt gleich noch einen einnimmt. Fußballwissen! Danke dir, danke dir, danke dir. 2 Euro. Freitagsspiele enden oft mit Punkteteilung. Warum? Jetzt erst nochmal die Flanke vom KSC, wird aber abgeblockt von den Schalkern des Koitakura. Ja, weiß ich nicht, muss an dem Tag liegen, ne? Am Freitag ist die Luft vielleicht einfach eine andere. Schuss! Verdammter! Noch. Ich sag es gerade noch, das ist ungefährdet. Und da schießt der Kerl einfach aus der zweiten Reihe und Schalke liegt hinten. Ist das bitter? Ist das bitter? Fuck. Fuck. Ich hab's Mikrofon komplett runtergeschmissen. Sorry. Fuck, ey.